Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Wir sind im letzten Part an den Ozean gegangen und sind jetzt im Skulltula-Haus vom Ozean. Das können wir jetzt nämlich auch schon teilweise machen. Oh shit. Ich sollte mich auf jeden Fall aber daran erinnern, dass ich mein Geld auch abgeben muss. Das ist sehr wichtig. Boah, das ist ja auch schon eklig, ne? An die Skulltis komme ich auch schon richtig schlecht ran. So, das Skulltula-Haus ist halt immer so eine Sache. Es ist ja ein Ort voller Geheimnisse, voller random Items. Warum gehe ich immer ins Menü? Keine Ahnung. So, da oben sind Bomben. Mann. Na, so geht's nicht. Hör mal auf, das andere zu visieren. So. Bomben haben wir schon mal. Für Ocarina of Time haben wir 30 Bomben bekommen. Random, was immer ist. Okay. Und den Rubin nehmen wir natürlich auch mit. Ich komme hier gar nicht rein. Stimmt, ich brauche ja das Token. Aber dann vergesst es. Ich habe schon wieder komplett... Ich brauche das Token. Ich brauche den Dings. Den Enterhaken. Ja, dann vergesst es. Wir kommen hier nicht weiter. Aber ich komme hier auch nicht hoch, weil ich... Geil, jetzt habe ich mich hier festgepackt, oder wie? Link, du kannst es schaffen! Ich weiß es genau! Alter. Okay, gut. Dann vergesst es, wir können hier erstmal nicht weitermachen. Schade. Schade eigentlich. Ein Ort voller schöner Sachen, ne? Und, ja, ist gerade nicht möglich halt. Okay, wir sind halt gerade fett mit Beute unterwegs. Wir haben richtig viel Kohle auf den Taschen. Das müssen wir auf jeden Fall, bevor Final ist, wieder abgeben auf die Bank. Weil sonst verlieren wir ja 600 Rubine. Das wäre scheiße. Das ist fast unser ganzes Vermögen. Was könnte ich jetzt noch machen? Was würde ich gerne jetzt noch machen? Wir haben auch Bomben bekommen und so ein Zeug. Ich glaube... Jetzt sind wir hier am Strand. Ich würde mal ganz kurz hier hingehen, wo wir das Lied spielen können. Falls ihr wisst, was ich meine. Denn wir haben ja hier am Rande das hier. Und da kann man ja das spielen. Epona steht jetzt halt nur ein bisschen im Weg. Und du nervst. Junge, geh weg. So, geh mal kurz weg. Ich glaube halt, früher gab es da auch immer random Items, die da rausgekommen sind. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Wir gucken mal. So. Die ersten zwei muss ich mir mal merken. Hoch, rechts, links, hoch. Ne, warte mal was. Runter, runter. Nee, gibt leider keine Random Items. Ich weiß, wir haben mal gespielt, den Randomizer von Majora's Mask, und da gab es da auch immer Random Items. Ist hier leider nicht so. Schade. Okay, dann, ich glaube, ich gebe jetzt das Geld ab. Ja, ich glaube, ich gebe jetzt das Geld ab und dann gehen wir erstmal wieder in Ocarina of Time rein. Ich glaube, das ist erstmal mein Plan. Denn ich glaube, ich will mal die Eishöhle machen. Wir haben jetzt die Eisenstiefel, das können wir jetzt komplett tun. Ich renne natürlich gerade voll in die falsche Richtung, aber egal. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, die Eishöhle zu machen. Das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Jo, das machen wir jetzt. Ansonsten, wir haben in Majora's Mask auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, das ist mir klar. Wir können hier noch einiges tun, machen. Und probieren. Aber in Ocarina of Time haben wir halt jetzt wieder einen Punkt, wo wir etwas komplett abschließen können. Das ist die Eishöhle. Plus die ganzen Items, die da auf dem Grund des Sees liegen. Und ich denke, da ist es einfach ein besserer Plan, das erstmal zu vervollständigen. Und hoffen, dass wir vielleicht noch ein paar coole Items bekommen für Majora's Mask. Zum Beispiel den Enterhaken. Der Enterhaken wäre halt super wichtig dafür. Außerdem ist eh hier bald Final und, naja.
Da ist das eh nicht mehr so wichtig. Okay, wir sind wieder in Ocarina of Time, Leute. Und... wir machen uns erwachsen, oder? Und wir haben eine Flasche. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben eine Flasche. Theoretisch könnte ich mir mal irgendwo ein paar Käfer mitnehmen noch. Aber als Kind halt. Wir machen jetzt erstmal die Eishöhle. Wir machen jetzt erstmal die Eishöhle. Plus diesen Sora-Bereich. Bin gerade am überlegen, ich komme da gar nicht hin, oder? Warte mal. Ich bin gerade am überlegen. Es ist halt, ich glaube, man konnte in den Randomizer-Einstellungen einstellen, dass man diesen Punkt, wo man andersweitig das Reich der Soras betreten kann, dass man den offen lässt am Hayasee. Also das, nee, das war jetzt komplett falsch. Warte mal, ich hole mir kurz Epona und dann reiten wir mal kurz an den Hayasee und checken das mal aus. Das will ich mal kurz auschecken. Den Hexenladen haben wir auch noch nicht gefunden, oder? Zumindest nicht in meiner Erinnerung. Irgendwo ist der wahrscheinlich. Shit, ich kann das gar nicht machen, vielleicht. Stimmt, ihr habt recht. Vielleicht kann ich das gar nicht tun. Dann ist es vielleicht doch besser, wenn man Majora's Mask weitermachen. Ah, Epona, hallihallo. Oh, ja, es ist gerade halt so. Wir haben jetzt gerade wieder so viele offene Baustellen. Das ist irgendwie nicht so geil. Ja, wir können... Ich hätte jetzt gesagt, die Eishöhle, geil, die können wir jetzt komplett abschließen. Plus halt den See. Dann haben wir das schon mal vom Fenster. Können wir das schon mal von der Liste streichen, aber nee. Das geht vielleicht nicht. Außer ich habe in meinen Erinnerungen, dass man halt einstellen konnte, dass dieser Zugang, der hier am See ist, dass der auch als Erwachsener offen ist. Ob ich das aber eingestellt habe, weiß ich nicht. Na toll, was war das denn? Ob ich das eingestellt habe, weiß ich nicht. Deswegen... Warte mal ganz kurz. War das hier? Warte. War das hier? Dieser Ort, wo ich auf den Deku warte? Nee. Wo war denn das? Das muss ich nochmal abchecken. Vor der nächsten Folge. Oder war das hier? Ich habe gerade irgendwie im Gespür, dass das irgendwo ganz nah hier war. Kann das sein? Nö. Hier ist auch nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wir haben ja diesen einen Deko-Händler beobachtet, wie der dahin geflogen ist. Das muss ich unbedingt nochmal gucken, weil das haben wir ja schon getriggert. Dann könnte man da... Ah, ich habe das Geld schon abgegeben. Ah, bringt mir halt gar nichts. Total sinnlos. So, nochmal mit Anlauf. Ja, ich habe gerade ganz viele Theorien in meinem Kopf gehabt, aber alles sinnlos. Alles sinnlose Theorien. Ja, wir haben schon viel Zeit verplempert, ich weiß, Leute. So, ich gehe mal ganz kurz gucken, ob das denn möglicherweise möglich ist, jetzt Zoras Domain zu betreten. Nee. Schade. Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall diese Option gab, dass man das einstellen konnte, dass das offen ist. Aber haben wir nicht ausgewählt. Schade. Schade. Ich glaube, dann skippe ich mal ganz kurz und machen uns wieder klein und dann gehen wir mal kurz die Erbsenlöcher ab. Als Kind zumindest noch, oder? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Alternativ könnte man den Waldtempel noch weitermachen. Aber da können wir halt auch nicht so viel machen. Ja gut, ich skippe mal ganz kurz und wir sind dann wieder klein. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder in Ocarina of Time. Ich habe mal kurz nachgeguckt, wo diese eine Höhle aus Majora's Mask ist. Wo wir den Deku-Kerl
den wir beobachtet haben vom Observatorium aus, finden. Ne, der verkauft uns ja im Original auch ein Herzteil. Und ja, die Höhle ist nämlich am Schlosshof von Zelda. Alter, bam! Genau. Und dementsprechend, ich gebe jetzt nochmal, ich hole jetzt nochmal ein bisschen Geld. So. Boah, ich hoffe halt, 300 Rubine reichen. Achso, wir müssen sogar eine Gebühr bezahlen, weil es spät ist, ne? Du Schwein. Genau, das müssen wir dann auf jeden Fall wieder zurückgeben. Aber das hätte ich jetzt gerne noch abgeschlossen halt, ne? Da müssen wir es nicht nochmal machen. So. Wenn ich da jetzt nämlich einmal bin, dann mache ich das gleich. So, und dann gehen wir jetzt nämlich nochmal schnell zum Schlosshof und spielen da Song of Storm. In dem Loch ist nämlich quasi, ne? Genau. Mal kurz Tag. Ba-ba-ba-ba-ba. Ich mag's einfach, wenn's Tag ist. Haben wir hier keine Musik? Doch, kommt gleich, ne? Ah, Unterwassermusik. Logisch. Was war denn hier nochmal in dem Loch drin? War das eine Feenquelle? Eine offizielle? Einfach? Oder was war hier? Wir gucken uns das mal kurz an, würde ich sagen. Es war eine Feenquelle, ganz offiziell. Okay, wir haben halt immer noch nicht Zeldas Wiegenlied. Nervig, oder? Nervig. Man hätte ja so viel schon machen können. Mit den ganzen Wiegenliedern. Mit den ganzen Feenquellen. Mit dem Wiegenlied. Aber ja, geht halt nicht. Geht uns halt noch. Leider. So, dann, ja, ich hoffe halt, das funktioniert jetzt. Der ist noch da, der Typ. Weil ist halt auch schon sau spät, ne? Die Welt geht gleich unter. Keine Ahnung, ob der noch Bock hat, sein Zeug da zu verkaufen. I don't know. Aber wir probieren es mal. Jo. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, machen wir noch das ganze Erbsenzeug. Wir können auch nicht alle machen. Das eine fehlt dann immer noch. Jo, er ist auf jeden Fall da. Das ist schon mal schön. Ich hoffe, ich habe genug Geld. So. I sell you some Lon Lon Milk. Toll. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Ist ja ein Trauerspiel. Schade. Schade. Ja, hätte aber was Gutes sein können, ne? Man weiß es ja vorher nicht. Okay. Ich teleportiere mich mal kurz zum Waldtempel. I think. Da-di-dai. Und da bekomme ich auf jeden Fall irgendwo mit Sicherheit ein paar Käfer her. Und ich glaube, wir können 9 von den 10 Orten schon machen. Wir können halt den am Todeskrater nicht machen, weil da kommst du halt nicht hin. Als Kind aktuell. Obwohl doch. Obwohl, nee. Nee, kann man nicht. Nee, das wird nichts. Okay, ich muss erstmal meine Flasche leer machen. Und dann müssen wir die ganzen Orte mal absahnen, abgrasen. Ich glaube, das würde ich auch schneiden. Weil es ist halt eher langweilig, ne? Ich hole mir mal kurz Käfer und dann werde ich das mal für euch zusammenschnippeln. In der Hoffnung, dass hier mal irgendwo Käfer kommen. Warte mal, hier drinne vielleicht, wenn es kein Majora's Mask ist. Es ist Majora's Mask. So, ich habe auch nochmal nachgeguckt, wo es die Erbsen gibt. Die Erbsen gibt es direkt hier, an diesem Ort. Aber wir brauchen jetzt erstmal Käfer. Käferchen. Wo seid ihr denn?
Na, theoretisch gehst du halt einfach in ein Loch rein und dann hast du Käfer, ne? Aber... Okay, hier hast du auch welche. Wir haben eh nur eine Flasche. Ich darf nur nicht vergessen, die jedes Mal wieder einzusammeln, sonst wird's nervig. So. Da könnt ihr aber gleich dranbleiben, weil die ersten zwei Löcher haben wir ja gleich hier und die anderen würde ich dann mal kurz schneiden. So. Wir haben hier eins, dann im Kokiri-Wald. So. Zack. Ein Herzteil. Das nehmen wir doch mit. Haben wir sogar ein neues bekommen. Okay, dann muss ich hier einmal kurz den machen. Schon 47. Das ist nicht schlecht. Friedhof? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hayasee. Fluss der Soras. Wüste. Was sind das überhaupt? 10 Stück. Todeskrater. Feuerberg. Muss ich da nochmal abchecken, ob das wirklich 10 Stück sind. Aber es müssen ja 10 sein, wenn es 10 Erbsen gibt. So. Oh. Das haben wir noch nicht. Das ist ja egal. Ach, für Majora's. Für Majora's Mask? Das gibt's beim. Das gibt's doch nicht bei Majora's Mask. Ich konnte vorher schon. Hä? Ich konnte bei Majora's Mask vorher auch schon Bomben hochheben, oder? Das ist doch jetzt ein sinnloses Item. Das ist ja jetzt wirklich mal ein sinnloses Item. Danke für nix. Wahnsinn. Ah, hier hat der am Pennen. So, hier hat man eine Feenquelle drin, I guess. Ich will mal ganz kurz auschecken, was wir hier noch so drin haben. Mal wieder in Erinnerung rufen, wenn wir einmal kurz hier sind. Nee, okay. Ich dachte gerade, das ist der Ort, wo Talon als Erwachsener schläft, aber ist es nicht. Weil wir müssen ja immer noch einen Huhn glücklich machen, damit wir Kiki erhalten. Aber naja. Gut, ich werde das gleich jetzt erstmal schneiden. Ach, hier ist Labor. Kann ich ja zumindest mal mit meinen Eisenstiefeln runtertauchen. So. Wow. Hat die Skuldi. Krieg ich die jetzt tot? Kann ich? Ja, müsste gehen. Das ist alles so merkwürdig, ey. Hä? Okay, alles klar. Alles klar. Was zur Hölle? Was ist das dumm? Okay, das war jetzt echt mega dumm. Also irgendwie hatte das Spiel jetzt was dagegen, dass ich den unter Wasser einsetze. So. Mal später, dass die Goldschuppe. Goldschuppe? Ist glaube ich die Goldschuppe, ne? Zum Tauchen haben müssen wir da auch nochmal herkommen. So, war hier noch irgendwas drin? Das haben wir schon gemacht. Okay, gut. Sind wir hier fertig? Abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Erbse. Bis gleich. Ja, logischerweise ist ja hier auch noch eine. Habe ich jetzt irgendwie komplett außer Acht gelassen. Deswegen haben wir jetzt nochmal schnell... Ich bin nochmal schnell zurückgekehrt in den Kokiri-Wald. So, dann machen wir es mal schnell im Back. Und da ist er schon. Und was hat die Gutes? Die hat ein paar Pfeile für uns. Leider nichts Tolles. Zack, weg damit. Und bis gleich zum nächsten Loch. So, Leute, dann haben wir den natürlich in der Wüste. Wir haben auch noch den am Sora-Fluss. Aber ich glaube, der bringt keine. Der bringt, glaube ich, keine Skulti. Weil das... Es ist halt eine Tutorial-Erbsenloch. Keine Ahnung, warum. Aber ich glaube, der eine bringt keine Skulti. Warum auch immer das so ist. Juhu. Aha, ein Deku-Schild. Nice. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber danke. Gut, und dann bis gleich beim nächsten. So, und dann haben wir noch den vor der Höhle von Dodongo. Da müssen wir natürlich auch noch mal ein paar Erbsen, ein paar Käfer ausleeren.
damit ja auch nochmal eine Skuldi rauskommt. Aber Leute, ich würde auch sagen, das ist jetzt das letzte Erbsenloch für diese Folge. Ich würde dann sagen, den Rest machen wir im nächsten Part. Und ich weiß noch nicht genau, was wir dann machen. Vielleicht gehen wir dann doch erstmal wieder nach Majora's Mask. Man weiß es nicht. Ah, Mann. Also irgendwie wollen sie doch, dass ich hier die Schlüssel finde vom Hideout, ne? Also von dem Gefängnis, von der Gerudo-Festung. Keine Ahnung, merkwürdig. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und dann wieder einschalten zum Randomizer. Tschüssi!